Hallo und herzlich willkommen zu Blue Eyes Slayer Dragon. Mal wieder draußen live. So, heute kommt ein Video zur Meinung des FC Bayern Spiel gegen TSG Hoffenheim und Würzburger Kickers. So, erstmal FC Bayern. Also mir gefiel das Spiel richtig gut. Man hat gesehen, dass sie sich richtig reingehauen haben. Es war so leicht ausgeglichen. Aber danach, 23. Minute, ein schönes Tor von Thomas Müller. Yes! So, dann kam wieder ein Tor. Aber das wurde ja Videobeweis, musste dann geguckt werden. Wurde wieder aberkannt. So, dann der Elfmeter von Lewandowski, der ja hier der Torwart von TSG Hoffenheim gehalten hat. Prallt ab, ein Robben kommt, bams, Hemsanat rein. Das war ja das 2-0. So, Linienrichter guckt, Videobeweis angeguckt. Tja, muss Elfmeter wiederholt werden. Ich dachte, what? Wiederholt? Egal. Lewandowski wieder angedreht. Rein, 2-0. Prima. So, dann ging es wieder so hin und her, hin und her. Dann fiel ab TSG Hoffenheim ein Tor geschossen. Dann stand 2-1. So, dann kam das 3-1. Dann dachte ich, 4-1 fällt auch. Sah so danach aus. Aber nein, das wurde auch aberkannt. Dann wurde da was aberkannt. Linienrichter ist hingefallen. Das hat man vorher gesehen. Jedes Mal ein Videobeweis. Sich das angucken und... ja. Dann soll man richtig ranzoomen. Oder mal von oben oder von irgendeinem ganz besonderen Winkel sehen. Ob das hier zählen tut oder nicht zählen tut. Das wäre viel besser gewesen. Aber... nee. Ist auch egal. Endstand 3-1 für TSG. Quatsch. Boah. Das war gerade ein Fehler. Endstand ja für Bayern 3-1. Ich habe ja auf 3-0 getippt gehabt. Einer meiner Abonnenten hat ja auf 3-2. Aber leider lag ein kleines bisschen darüber. Er hat ja 3-2. Endstand 3-1. Aber trotzdem, er war nah dran. So, Hansa, also gegen Würzburger Kickers. Also das gefiel mir richtig nicht, das Spiel. Da war er ja richtig flach. Es ging so leicht hin und her. Dann haben die Chancen gehabt, der Ball ging vorbei, dann kam Ecke. Und dann hier, der eine, das hat man gesehen, der eine Ecke hoch, zack, und rein. Und was macht der Torwart? Zeigt hier, hier, also hier so, fast an Hand, also fast so meine Hand hin. Das wäre Handspiel gewesen. Aber der Schiedsrichter pfeift drauf, Tor zählt. Also in der ersten bis zur zweiten Liga Videobeweis. Okay. Und dritte? Nix. Also ja. Die dritte Liga kann sich das wahrscheinlich nicht leisten. Aber trotzdem. Und dann kam das 2-0, dann kam das 3-0 und dann da hat man gleich gesagt, nee. Aber verdienter Sieg für Würzburger Kickers. Ich hätte Hansa lieber gegönnt, wenn die gewonnen hätten. Tja, was kann man anderes sagen? Also der Trainer muss sich mal ein bisschen was einfallen lassen, dass seine Mannschaft wieder ein bisschen vorankommt. Das DFB-Pokal hier gegen Stuttgart. Okay. 2-0. Perfekt. Wahrscheinlich haben die sich auf den Sieg ausgeruht. Wenn ich PS4, also Hansa in der PS4, also auf 17 oder 18 zocken würde, dann würde ich Hansa auch ein bisschen, aber nicht auf den Sieg ausruhen, die Leute trainieren, immer versuchen ranzuklötzen, also ranzukommen. Auch wenn der Gegner jetzt nicht so richtig fair spielt oder harte Fouls,
schweres Tackling macht oder so mit dem Ellbogen so gegenrammt. Aber das hat man ja auch hier gesehen bei Würzburger Kickers gegen Hansa. Da einer hier so zack ihn gerammt und ja, gelbe Karte, Würzburger Kickers gelbe Karte und dann nochmal. Alter, ja, Hansa hat sich das selber zuzuschreiben. Entweder die kommen mal wieder auf den Punkt, also auf den Boden der Tatsachen und strengen sich mal an. Als Frank Parisdorf mit Hansa in die erste Liga ja wieder. Oh Gott, was war das denn gerade für ein Huben? Okay, in der ersten Liga wieder reingekommen ist, ich glaube 2007 sind die ja wieder reingekommen. Dachte ich, ja, Hansa könnte es wieder schaffen. Ne, zweite Liga wieder rein. Aber egal, wir müssen erstmal wieder. Oh. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, aber ich bin gleich wieder da. Ach, da bin ich wieder. Oh. Sorry, dass ich kurz unterbrochen habe. Ich musste mir ganz kurz die Nase putzen. Falls ihr hört, dass ich mich ein bisschen heiser anhöre oder ein bisschen tiefer. Das ist ja so. Ach, es geht weiter. Sorry, dass ich nochmal unterbrechen musste. Es sind gerade zwei Jungs mit dem Fahrrad hier vorbeigekommen. Oh. So, das nächste Mal wird wieder ein draußen Video, aber dann mache ich das irgendwo anders, wo ich ungestört bin und keine Unterbrechungen mache. So, die anderen Spiele, Gladbach hat ja 2-0 gewonnen gegen Leverkusen, Wolfsburg hat Schalke weggeklatscht 2-1, ja, sonst ist alles okay. Sorry, dass ich die Kamera gerade ein bisschen runterziehen musste. Das Handy ein bisschen. Weil gerade wieder einer mit dem Auto hier lang gefahren ist. Also, was ich noch sagen will, bewertet das Video, gebt einen Daumen hoch, liked es, gebt einen Kommentar ab. Und falls euch das Video auch so gefällt, gebt mir auch eine Bewertung. Ob ich noch weitere Videos mache. Nun, ich mache jetzt Schluss. Schon wieder. Einer mit dem Auto. Ich glaube, einer, der aufgepasst hat, dass keine Wildschweine durch die Maisflächen durchlaufen. Hat so ein Gestell hinten drauf gehabt am Hänger. So, nun. Ich beende jetzt das Video. So, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ich sage nochmal, bis mal. Ciao.